Masten von Plankton stehen. Benutzt, was immer ihr wollt und haut sie kaputt. Oh ja. Die letzten Sendemasten von Plankton stehen hier am Rande der Wüste. Diese Strecken ergeben eine Art Rutsche durch dieses Gebiet. Ich brauche euch, um hier runter zu rasen und diese Sendemasten umzukippen. Oh ja. Hört sich schwierig an. Ach, das wird schon. Keine Sorge, Jungs. Bleibt auf der Strecke, springt über Hindernisse und trefft jedes Planktonschild, das ihr seht. Viel Glück. Das schaffen wir schon, wa? Oh Gott. Hör, spring. Bam. So, das war der erste Mast. Okay. So, rüber hier. Und hier rüber. Schön versuchen, die Kisten mitzunehmen. Oh Gott, die muss rüpsen wie ein Elch. Gar nicht so einfach, sich das gerade zurückzuhalten. Okay. SpongeBob macht sich Sorge über die Hygiene von Patrick. Das freut mich. Wirklich sehr. Okay. Zack. Das macht Peng Peng. Das rollt darüber und bumm. Guck mal, da oben ist eine Kiste. Da kann man nämlich irgendwann noch lang fahren. Genau, die fallen um wie Bowlingkegel. Man hört die Stimme von den beiden gerade kaum. Zack, zack, zack. So. Und spring. So. Schön Kampflinie fahren. Zack, zack. Und bam. So, Domino-Effekt. Und der nächste Mast ist fort. Jupp. Die schöne Klavierbrücke. Aua. Komm, Burger. Jo, perfekt. So, hoch hier. Weg, weg. Weg, weg. Spring. Da bin ich eiskalt drüber gesprungen. So, hier lang. Sprung, Sprung. Doppelsprung. Ich bin abgerutscht vom Controller. Scheiße. Okay. So. Sprung. Patrick glücklich. Habt ihr gehört? Rum. So. Scheiß Steine. Rüber. Dampf. Dampf. So. Rum. Irgendwann müsste mal wieder eine kommen. Ein so ein Mast. Rum. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich gebe niemals auf, Plankton. Du wirst mich niemals loswerden, du Sausack. Hier ist er. Ja, na klar. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mir die ganze Zeit so das Husten verkneifen. So, hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Oh Gott, stimmt. Hier muss man sich so ein bisschen seinen Weg suchen. Ich glaube, es gab einen einfachen und einen lukrativen Weg. Irgendwo hat man hier, glaube ich, auch noch eine Kiste bekommen oder einen geheimen Weg gefunden. Irgendwie so, was war das? Und hier noch rüber, jo. Sehr schön. So, hier rüber. Da hinten ist das Ende irgendwo. Ich habe es schon gesehen. Da, hier über uns. So. Nö, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. So. Die haben auch so ein bisschen automatische Wegerkennung.
Das heißt, er hilft einem schon sehr beim Lenken. So, rum. Zieh rum das Boot. Und da ist er dann kaputt. Sehr schön. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Hier ist eure Belohnung. Und es ist eine Goofy Goober Münze. In Goofy We Trust. Oh ja. Oh, 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 oh. So. Unsere Helden wurden schnell zu Männern und marschierten zu dem heimtückischen Graben. Aber Plankton bleibt ihnen einen Schritt voraus. Er schickt jemanden, um sicherzustellen, dass sie es nicht schaffen. Es ist ein bösartiger, unbarmherziger Killer namens Dennis. Glücklicherweise haben SpongeBob und Patrick das Bulettemobil in einer Parklücke entdeckt. Aber der Schlüssel fehlt. Der einzige Weg, ihn zu bekommen, ist, in die verrufene Bar zu gehen und ihn zu suchen. Viel Glück, meine Freunde. Ihr werdet es brauchen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Babyjagd mit Seifenblasen. Oh ja, die Szene war auch so geil. Blubberblasen, Blasen, Blubberblasen, Babys werden, wie war das, brutal und irgendwas aus der Bar geboxt oder ins Gesicht geboxt, ich weiß das gar nicht mehr. Die Szene war auch so geil. Ihr müsst den Schlüssel für das Bulettemobil zurückbekommen. Gute Neuigkeiten, Patrick. Du hast genug Goofy-Goober-Münzen für mich, damit ich dir eine neue Fähigkeit beibringen kann. Nice. Was kriegen wir? Arschbombe. Mein Platscher ist der mächtigste Platscher von allen. Das meine ich, ne? Sie heißt Po-Platscher. Ja, ne? Arschbombe. In die Luft springen und Viereck drücken. Ja, du musst in der Luft sein, damit der Po-Platscher funktioniert. Du kannst ihn benutzen, um Schalter zu aktivieren, Böden zu durchschlagen und Gegner zu besiegen. Okay. Das Bulettemobil ist draußen geparkt, aber du brauchst den Schlüssel, um es benutzen zu können. Easy, den hole ich. Das klingt nicht schwierig. Vielleicht musst du alle Rüpel besiegen, um ihn zu bekommen. Dann ist das so. Das klingt schwierig. Oh Gott, ey. Du kannst es. Ich weiß, dass du es kannst. Oh ja. Nun, wenn du an mich glaubst, dann kann ich es schaffen. Patrick ist verknallt. Der Schlüssel zum Bulettemobil. Patrick ein bisschen langsam beim Sprechen. Vorsichtig. Sachte. Du hast ihn! Ja gut. Wenn SpongeBob ihn hat, dann soll er ihn uns bringen. Warum spielen wir jetzt nicht SpongeBob, dass wir von hier fliehen müssen? Oh ja, das war auch so ein Kampf. Stimmt, hier kann man dann direkt... Bam! Hast du dich einsam gefühlt, so alleine? Maul halten. So. Kriegt man nämlich nur so weg. Im Nahkampf kommt man gar nicht an die ran. Maul halten. So. Ruhe. Wir könnten mal gucken. Genau. Wie viele Punkte haben wir? 3. Ratschlag-Move. Na, gerade mal noch nicht. So, gab's hier sonst noch irgendwo was? Nö. Können wir erstmal weitergehen. Ja, hier läuft Patrick auch so geil, weil er halt Angst hat, ne? Kleiner Junge, großer Stinker. Bom. Zack. Zack. Bom. Lach nicht über mich. Nee, bloß nicht. Bloß nicht über Patrick lachen. Und Attacke. Easy. So, hier wollen wir wieder rüber. So, einmal hier hoch. Zack, zack. Oh ja. Das sind Dynamitfässer, die explodieren, wenn man so berührt. Heißt auf Deutsch. Warte mal, gibt hier irgendwie noch was, wofür ich die brauchen könnte? Nö. Man geht ran. Dann zünden die sich von alleine und dann macht Peng-Bumm. Oh ja.
zack, zack. So, du darfst bitte explodieren. Und du darfst auch explodieren. Oh, der Schlüssel. Ups. So eine Scheiße. Ist er denn Oscar aus der Tonne oder was? Bring sie mir. So, an den müssen wir jetzt rankommen. Und das ist natürlich kein Problem für jemanden wie uns, ne? So, gab es hier sonst noch irgendwas? Nö. Hopp, hopp. So, wo ist SpongeBob jetzt bitte schön hin? Kann mir das jemand verraten? So. Hallo, nach oben gucken. Die Kamerasteuerung ist in diesem Game echt mit einer der Hauptgegner. Ist gar nicht so einfach. Was gab da unten nochmal? Okay. Aua. Wollte schon sagen, so haben wir aber nicht gewettet. Sehr schön. So, die Punkte wollte ich mir nicht entgehen lassen. Hier hole ich mir einen Krabbenburger. Und dann gehen wir da drüben weiter. Hopp. Oh. Sehr schön. So. Muss man die nicht selber kaputt machen? Machen die dann für einen. Ich weiß gar nicht, ob das dann noch so eine Art Multiplikator gibt. Bumm. Zack, zack. Nimm dich vor dem Gurt in Acht. Du kannst jetzt Au. Gehen. Da hinten war doch... Genau, hier war noch ein Krabbenburger. Zack. Und weiter. Ja, bei Gegnern und den Dynamitfässern, da muss man ein bisschen aufpassen. So, wie war das hier? Achso, ja, stimmt. Musste man hier so von Knopf zu Knopf. Und das doch nicht zu langsam, weil die gehen wieder rein irgendwann. So, und du noch. Bob. Es ist hypnotisierend. Aha. No. Ump. Ist er denn? Da ist er doch. Ump. So, hier war nichts weiter. SpongeBob, wo bist du denn? Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist natürlich nicht so schön. Junge, kann man nicht ändern. Hier kaputt. Oh Gott, ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Auf den leuchtenden Feldern kriegt man, glaube ich, Stromschläge. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, so war das hier. Au. Sag ich doch. Aua. Okay. Wie viele habe ich noch? Zwei. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nö. Gut. Ah, da hinten liegen noch so viele 50er. Schade. Aber ich werde jetzt nicht nochmal zurückgehen. Trinken. Trinken alle geil. Muss ich mir nachher was Neues holen. So. Weiter. Bumm. Ihr habt echt eine schlechtere Framerate, so wie ich das sehe.
Meine, bei mir sieht wenigstens aus wie, keine Ahnung. Schwer zu sagen, 50 FPS, aber ihr habt ja vielleicht, keine Ahnung, 25 oder so. Woran das wohl liegen mag. Kleiner Junge, na, hier kommt man jetzt nicht mehr durch. Das ist doch gemein. Ach, verdammt. Warte mal. Kommt mir doch so bekannt vor hier. Oder kommt hier unten wieder irgendwer raus? Jupp, tatsächlich. Au. Saftsack. Maul halten. Maul halten. Aha, wo auch immer das jetzt war. Die Männlichkeit ist gelandet. Wenn ich da jetzt noch durchkommen würde, kann ich eigentlich auch zurücklaufen. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen, ne? Ne, ich komme da hinten ja gar nicht mehr hoch. Naja, lässt sich nicht ändern. Muss ich mit klarkommen. Bumm. So, einmal du bitte. Zack, du auch noch. Ach ja. Hier habe ich, glaube ich, auch keine allzu tollen Erinnerungen dran. Da war, glaube ich, auch so ein bisschen hinterhältig hier alles. Aua. Alter. So, das war der. Schön einmal umgucken immer. Okay, das ging tatsächlich ohne unser Zutun. Okay, so, das Ding kommt gleich wieder. Da wollen wir dann einmal ganz fix rüber. So. Was ist das hier? Kampfarena-Herausforderung. Ja, komm, why not? Machen wir das fix. Die Kampfarenen sind ja immer mit SpongeBob. Aua, ah. Deswegen hoffe ich mal, dass wir die jetzt überhaupt machen können und dass da keiner mit Hund kommt. Oder sind die immer mit SpongeBob? Ich glaube, ja. Ja, klar. Ja, ja, besiege alle Gegner. Ja, ja. Werdet schon schaffen. So, gleich mal was anzünden hier. Au. Zack. So, und jetzt wollen wir mal ganz fix hier ein bisschen zurückschlagen. Aua. So, Sack lacht mir aus. So, Krabbenburger. Ach, er hier. Kabumo. Kabumo. Oh Gott, das war erst Welle 1. Hehehe. Ja, ja, und ich bin kein Kind mehr. Als wenn das nur Kinder spielen. Höchstwahrscheinlich, ne? Ne, wieso die Framerate so, naja, auf gut Deutsch schlecht ist bei euch, weiß ich gar nicht. Das kann ich euch gar nicht erklären. Au. Au. Jetzt wird langsam gefährlich. Wenn die Spucke einen treffen, dann rutscht man immer so ekelhaft. Du komm mal her hier. Elender Saftsack. Maul halten.